ist das letzte Mal, dass ich diese Abkürzung genommen habe. Sierra? Ich bin froh, dass du das bist und nicht, dass ich dachte, dass du es bist. Was steht ihr denn da wie angewurzelt? Hallo, kann mir mal jemand helfen, das Ding von meinem Horn abzumachen? Los, kommt, Freunde, packt alle mit an! Oh, Ruby, hast du dir wehgetan? Dolicarino, mein Stern! Ich sehe auch manchmal Sternen, wenn ich falle. Nein, mein Schlüpftagstern. Seht ihr? Das ist der da oben rechts. Er ist etwas Besonderes. Man sieht ihn nur in 3 Nächten in der kalten Zeit. Er ist nur 1 Fuß breit von der Nachtscheibe entfernt. Mein Schlüpftagstern. Schlüpftag? Was ist denn das? Das ist der Tag, an dem man aus dem Ei schlüpft. Meine Mama hat gesagt, derselbe Stern war an derselben Stelle, an demselben Tag, an dem ich aus dem Ei geschlüpft bin. Ach ja! Und als wir das geheimnisvolle Jenseits verlassen haben, war auch dein Schlüpftag. Alles Gute zum Schlüpftag, Ruby. Schön, dass wir diesen Tag noch zusammen verbringen können. Ja, finde ich auch. Ich liebe euch, sagt nicht aus, wie sehr ich euch liebe. Oh. Wir haben dich auch sehr lieb, Rubilein. Ich vermisse euch jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht weg bin. Du musst lernen, wie Chompers Freunde im großen Tal zusammenhalten, meine Kleine. Ja, Ruby, dieses Wissen kann uns eines Tages retten vor... Rotklaue! Schnell, beeilt euch, Kinder. Schnell, Ruby. Komm, Ruby, da lang! Felsen. In der Richtung liegt das große Tal. Los, komm! Auf Wiedersehen. Das war der letzte Tag, an dem ich meine Familie gesehen habe. Entschuldigt, Freunde. Schlüpftage mit meiner Familie waren immer so fröhlich. Wenn ich daran denke, werde ich ganz traurig. Ich wollte dich wirklich nicht traurig machen, Ruby. Los, komm, spielen wir noch ein paar Schattenspiele. Danke, Chomper. Aber mir ist jetzt nicht mehr nach Spielen zumute. Ich nicht das verstehe. Ruby sind nicht allein. Sie doch mit uns. Aber wir sind nicht ihre Familie. Das ist nicht dasselbe. Sie vermisst sie wohl ziemlich sehr. Oh, ja, ja, ja. Ich werde sie schon wieder aufmuntern. Jetzt mach doch nicht alles noch schlimmer. Ein Schlüpf.
Schlupftag, Rubilein. Und es ist wichtig, dass du sauber bist für deinen Festtag, weißt du? Ach, meine Kleine, ein Schlupftag ist immer ein ganz besonderer Tag. Warum werde ich bloß immer so traurig, wenn ich an meinen Schlupftag denke? Ich wollte Ruby doch gar nicht traurig machen. Ich wollte nur, dass sie fröhlich ist. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Machen wir doch eine kleine Geschenkefeier für Ruby. Das ist eine steinstarke Idee. Oh ja, oh ja. Und wir können sie damit überraschen. Oh, wir lieben Überraschungen. Moment mal, Freunde. Augenblick. Was ist denn eine Geschenkefeier? Eine Geschenkefeier ist, wenn man jemandem sein Lieblingsessen gibt. Ist doch klar. Auf einer Geschenkefeier feiert man die drei schönsten Dinge. Freundschaft, Schenken und Teilen natürlich auch. Also, was ist Ruby am liebsten? Das weiß ich. Die süßen Blasen. Oh ja, ja, ja. Süße Blasen mag sie am liebsten, das weiß ich auch. Wir sammeln sie gleich morgen früh, wenn die große helle Scheibe aufgeht. Ja, wir bereiten Ruby den schönsten Schlupftag aller Zeiten. Was ist, wenn Ruby uns entdeckt? Dann ist die Überraschung kaputt. Ruby ist mit Waschen beschäftigt. Das ist ein guter Zeitpunkt. Wo wollen wir denn hier süße Blasen finden, Freunde? Immerhin wachsen die nicht auf Bäumen. Nein, Sera, aber sie wachsen versteckt an Büschen in wucherndem Gras. In wucherndem Gras? Nein. Es spielt keine Rolle, wo sie wachsen, wenn sie Ruby nur wieder fröhlich machen. Und dafür würden wir überall hingehen, richtig? Richtig. Richtig. Und los! Familienglück, dann merk ich, wie die Zeit vergeht. So vieles ist vom Wind verweht. Und dann wird mir schnell klar, ich denk gern dran, wie's früher war. Ob fröhlich oder traurig, ich denk oft an die Zeit zurück. Ganz dicht an geheimnisvolles Jenseits. Keine Angst, Petri, uns passiert schon nichts. Oh. Erdschütteln! Oh. Oh. Ah. Autsch, das hat wehgetan. Hey, Freunde, ich habe eine Idee. Petri, flieg mit der Liane hoch. Wir binden sie am Baum fest. Mir ganz schwindig. Gabi, Chomba, ihr zuerst. Jetzt du, Zera, beeil dich!
Riecht ihr das auch, Freunde? Süße Blasen! Ich krieg sie nicht ab. Alle zusammen, das wäre doch gelacht. Gut, jeder schnappt sich ein Ende. Das war kein Felsen. Oh nein, nein, nein. Ein Felsen? Was macht ihr Kinder eigentlich hier? Wir wollen süße Blasen sammeln. Ach was, aber diese gehören mir. Sucht gefälligst irgendwo anders. Ohne die süßen Blasen werden wir auf gar keinen Fall wieder von hier weggehen. Ist das klar? Igitt! Das war echt gemein. Was wir tun jetzt? Ich bin ein Schafzahn. Ich kann ihm Angst einjagen. Er nicht sehr viel Angst. Und wenn wir ihm sagen, wozu wir die süßen Blasen brauchen? Er wird vor lauter Fresserei gar nicht zuhören. Wir können es doch mal versuchen. Entschuldigung, wir brauchen die süßen Blasen für den Schlüpftag unserer Freundin. Die isst sie am liebsten. Schlüpftag? Sagtest du gerade Schlüpftag? Schon als Schlüpfling habe ich meinen Schlüpftag am liebsten gefeiert. Nehmt so viele ihr wollt. Es hat geklappt! Ja. Es geht doch nichts über den Schlüpftag, wenn man sich Dino wohlfühlen will. Alles Gute zum Schlüpftag, Robi. Nicht mit meiner Familie zusammen sein, aber dafür mit meinen Freunden. Und wenn ich nicht allein bin, dann muss ich mich auch nicht allein fühlen. Aber zuerst muss ich mal meine Freunde finden. Was für ein schöner Geschenkeplatz. Ach, sollte nicht vielleicht jemand, der sich ein bisschen besser mit Geschenkefeiern auskennt, die Anweisungen geben? Oh? Das ist Ruby. Oh nein, nein, nein. Ducky, Chomper, wir halten sie auf. Zera, du bereitest den Rest vor. Alles klar. Hallo, meine Freunde. Meine Freunde, hallo. Hallo, Ruby. Stimmt irgendwas nicht? Nein, wir wollten nur... Wir haben gerade einen langen Spaziergang hinter uns. Wir sind fix und fertig. Das sind wir. Oh ja. Oh, also ich habe gehofft, wir könnten zusammen sein und ein bisschen spielen. Wir machen erst mal ein Nickerchen. Vielleicht spielen wir später. Oh, na schön. Dann gehe ich eben zu meinem Nachdenkeplatz und sehe mir meinen Schlüpftagstern an. Ich denke, ein einsamer Schlüpftag ist besser als gar kein Schlüpftag. Denn wenn ich keinen Schlüpftag hätte, dann wäre ich nicht aus dem Ei geschlüpft. Und wenn man nicht geschlüpft ist, dann ist man noch einsamer als an einem einsamen Schlüpftag. Oh nein! Erdschütteln! Ah! Ah! Hilfe! Ah!
ist an ihrem Nachdenkeplatz. Los, mir nach! Dieser Schlüpftag darf nicht mein letzter Tag sein! Dass ich da drin war. Wir haben deine Schreie gehört und Chompa wusste genau, wo du bist. Was könnte man sich sonst noch wünschen, als so tolle Freunde wie ihr es seid? Naja. Du könntest dir eine Schlüpftag-Überraschung wünschen. Eine Schlüpftag-Überraschung? Was für eine Überraschung! Oh nein! Unsere schönen Geschenke. Die süßen Blasen. Durch das Erdschütteln müssen Steine runtergerollt sein. Wir hatten eine kleine Schlüpftag-Überraschung für dich vorbereitet. Ja, dein Lieblingsessen, süße Blasen. Hier, die waren für dich, Ruby. Tut mir leid, dass dein Schlüpftag nicht ganz so fröhlich ist. Aber er ist doch ganz fröhlich. Ach ja? Na klar. Was ihr getan habt, hättet ihr nicht tun müssen. Aber ihr habt es getan. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe scheint und strahlt tief in mir. Heute ist mein Tag. Heute ist mein großer Schlüpftag. Ich war allein, was ich nicht mag. Doch deine Freunde wollen heute gern bei dir sein. Das ist herrlich und ganz fantastisch. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe scheint und strahlt in mir. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe scheint und strahlt tief in mir. Ich bin glücklich. Ja, das ist er. Mein Schlüpftagstern. Wisst ihr, ich bin zwar nicht bei meiner Familie, aber ich fühle mich bei euch wie zu Hause.